Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu DZ Origins. Jetzt erstmal hinschreiben. Das Haus, Level 1 haben wir schon fertig gebaut. Unser Auto ist da. Wie gesagt, wurde vollständig repariert von Govron und Philo. Und, wir haben, Garage Level 1 angefangen, kleine Garage. Und dann gibt es noch was zu, noch darauf hinzuweisen, dass uns die lieben Admins, und also Govron und Philo, Govron hat uns diesen Helikopter hier hingestellt. Vielen lieben Dank, sponsort, finanziert. Wir müssen nur noch die Teile hinbringen und dann können wir wird der Heli uns repariert. Wir müssen nur die Teile finden, aber ich muss erstmal nach Sabina zu den Zwillings Baustellen, um noch ein paar Verstärkungsmaterial zu looten, um die Stufe 2, das ist von der kleinen Garage, fertig zu bauen. Oder die erste Stufe, die haben ja erstmal das Fundament eigentlich. So, was hole ich noch? Genau, und wir haben hier Spieler wie Nobody, glaube ich, kommt uns auch bekannt vor. Ansonsten haben wir unseren Braco, der Stammgast, Tom, Mike, gehören seit ein paar Tagen auch zum Stammgästen, Nobody wahrscheinlich auch. Ja, wir haben vor allem gestern sehr viel gespielt. Ich habe so lange nach Verstärkungsmaterial gesucht und nichts Gescheites gefunden gehabt und dann habe ich in den Zwillingsbaustellen zwei Stück gefunden. Meine Güte. Den Hammer, wie gesagt, haben wir ja auch von dem Admin Philo bekommen. Soweit ich mich erinnere, ja, ich glaube, das war Philo. Und was gibt es noch zu erwähnen? Ja, wie gesagt, die Admins sind super, super, duper drauf. Also das sind echt tolle, nette Leute. Also den Server hier kann man nur empfehlen, wenn man auf PvE steht. Der beste PvE-Server bisher wahrscheinlich. Ne? Dank den besten Admins aller Zeiten wahrscheinlich. Ne? Super. Wie gesagt, also bei dem hier wird man halt total unterstützt, wenn man anfängt. Bekommt man also, wenn man sich gut anstellt hier, keinen Scheiß baut, dann bekommt man schon das eine oder andere Werkzeug oder ein Auto, klar, wenn man die Teile dafür hat und alles. Und alles schön zusammengebaut. Wie damals von Joker, wenn man, oder Vector, oder ja, auf dem letzten Server, da wurde das Ganze ja nicht so behandelt. Es war alles nett und freundlich, aber da wurde man halt nicht so ganz in den Arm genommen. Da hier hat man die volle Unterstützung und das respektieren wir natürlich. Das ist ein großer Respekt und ein Dankeschön. Vorbildliches Verhalten hier auf dem Server. So, genau, und das war also der Fall, dass uns, also der Govron hat uns natürlich eine Heli hingestellt und wir müssen noch Teile finden, dann machen wir dann auch Indobobo im Airfield. So, ach verdammt, ich wollte doch zu den Zwillingsbaustellen, jetzt bin ich voll falsch gefahren. Zurück, ach ja, und ich wollte auch noch Essen holen, also Essensdingsbums. So. So, wo waren wir nochmal? Die Zwillingsbaustellen waren auf der Seite, glaube ich. Jetzt wird es auch bald wieder dunkel. Übrigens, da vorhin habe ich, wo ich jetzt hier geguckt habe, da war der Bobzilla noch sogar online. Ne? Der Bobzilla hat sich da, wo ich mich eingeloggt habe, war Bobzilla schon draußen. So, jetzt hier, meine Damen und Herren, sind die Zwillingsbaustellen von Sabina. Allah, so. Hier, ich brauche nicht gesagt, ich brauche eigentlich nur noch fieser Druckler. Ich brauche nur noch ein Verstärkungsmittel, dann kann ich die nächste Stufe bauen, aber klar, je mehr wir finden, umso besser ist das. Jetzt will man ein bisschen fein parken. Ein bisschen. Aussteigen und so ein bisschen rumlaufen, weil sonst spawnt. Da ist wahrscheinlich noch nichts gespawnt. Da drüben gibt es, glaube ich, einen Laden. Da können wir mal was zu fressen finden. Oh, Sander ist wahrscheinlich links. Flugzeug. Nicht Simulation, sondern Flugzeugspiel.
So, da drüben gibt es einen Laden, ich glaube. Ah, da gibt es auch viele Zombies. Wir haben einen M1911 dabei. Wir haben keinen einzigen erwischt. Na, kommt her. Zombies. Oh, hallo. Nein, nein, nein. So. Aber. Spawn ist natürlich nichts. Klar, wir müssen jetzt mal zurück. Da müssen wir mal auch im Beilauf was zu essen finden. So. Ja, ich habe heute nur FIFA 18 gezockt. Ich glaube, aus FIFA 19 wird nichts. Da muss ich auf mein Budget achten. Jetzt werde ich langsam pleite hier. Tomb Raider, Spider-Man geholt. Spider-Man durchgespielt, Tomb Raider angefangen, aber noch nicht weitergespielt heute. Da muss noch an der Motivation gefeilt werden. Ich hatte Bock auf Fußball. Wir haben gestern die Bundesliga wieder geschaut. So. Also, haben wir hier was oder ist noch nichts gespawnt? Also ich... Doch, es ist was gespawnt und wir haben ein bisschen Loot Luck. Denn hier haben wir Verstärkungsmaterial. Nochmal zur Erinnerung, Loot Luck ist... Oder der Lucky Loot ist, wenn man zwei oder drei von Verstärkungsmaterialien findet auf einmal. Also an einer Stelle. So, woher habe ich eigentlich den Dings dabei? Zombie ist auch hier irgendwo unterwegs. Gehen wir mal halt hier hoch. So. Okay, hier ist nun nichts Gescheites. Schauen wir mal. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal unsere erste Stufe, oder also die Stufe nach Fundament können wir bauen. Das ist schon mal gut. So. Das ist hier der. Jetzt geht's darüber. Können wir hier eigentlich durchlatschen. Ja, das war ein bisschen ungeschickt, aber es hat ist nichts passiert. So. Jetzt gehen wir mal hier das Ding hier holen. Mit Essen müssen wir jetzt ein bisschen schade. Lucky Loot. Ein bisschen, naja. Müssen wir gegen Gewicht achten. Jetzt haben wir es, ja, nicht mal die Hälfte, aber trotzdem. Was haben wir hier? Drüben ist wieder ein Dings. Wie heißt es hier? Zementmixer. Ja, und jetzt können wir... Zement, also von Zementsäcken habe ich genug jetzt. Das ist und die Zombies sind hier überall verteilt. Also sind schon viele Zombies hier. Ich muss jetzt mal oben schauen, da ob da was ist. Ansonsten würde ich sagen, dann geht's mal wieder zurück. Ich müsste jetzt schon alles haben. Okay. Dann müssen wir ein bisschen auch im Beilauf, glaube ich, Essen looten. So, hier geht's dann runter. So, welches, genau, die Seite war's. Zombies natürlich da, das ist natürlich blöd. So. Na komm her, Zombie. Der ist hin, also wir schauen auf den anderen jetzt mal nach. Wo der andere ist. Okay. Keine Gefahr. Wir müssen auch keine Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen diese... Sachen jetzt mal reinbringen oder wegfahren. So. Ich glaube, da muss ich noch 35 Holz und 35 Steine dafür machen. So, dann gehen wir mal hier weg. So, zack. Aber jetzt so. Fieser Ruckler.
Naja, kann man nichts machen, so ist es halt. Ah genau, wir fahren ja auf der Seite. So. Jetzt wird es langsam wieder Dämmerung hier. Abenddämmerung. Genau die Uhrzeit, was jetzt fast ist. Jetzt haben wir glaube ich so fast... Upala. Nein, die andere Seite. Jetzt haben wir es 19 Uhr. Und im, also im Real Life und hier ist es auch fast, denke ich mal, so zack, 20 Uhr je nach Jahreszeit. Weiter geht's. Jetzt mal Gas geben hier, Shift-Taste gedrückt. Shift-Taste, Umschalt-Taste, wie auch immer. Und dann geht's rauf. So, und dann müssen wir halt mal das ganze Zeug in den... Ach stimmt, in einer Stunde ist ja schon der Restart, um 20.15 Uhr ungefähr. Genau, so. Hier bloß diese Mission nicht aktivieren. Die haben wir gerne schon ein paar Mal aktiviert. Einmal, zweimal unfreiwillig. Damals bei Joker. Und diesmal beim Respawn, beziehungsweise ja, wie nennt man das? Online kommen. So. Naja gut, dann sind wir ja gleich da. Das mal abstellen. Dann tue ich das Zeug mal hier rein. Dann würde ich sagen. Und zwar müsste das hier sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.